Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von nicht Europa Universalis, sondern zurück zu einer weiteren Folge von Civilization 5. Jetzt habe ich's. Civilization 5, dem wundervollen Abenteuer mit unserem Reich von Spanien und seinen ganzen vielen Truppen und vor allem seinem besten Freund Chaka, der hier wieder mal an unserer Grenze steht und uns wahrscheinlich angreifen wird demnächst und der uns damit dann wahrscheinlich auch platt machen wird. Wir stehen gerade kurz vor einem Krieg gegen das wundervolle Reich der Niederländer, das sich hier irgendwie ausgebreitet hat, mit zwei, drei Städten wahrscheinlich nur so. Und dass wir jetzt angreifen wollen, eigentlich. Das Problem ist derzeit nur, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich es machen möchte oder ob ich es nicht machen möchte. Momentan haben wir einfach eine einzige Artillerie nur. Das könnte ein bisschen problematisch sein, tatsächlich. Die kann nämlich relativ schnell getötet werden. Gleichzeitig hätte ich eigentlich schon längst die Straße von Madrid in Richtung Rotterdam bauen sollen, damit unsere Truppen noch schneller runterkommen, als sie es jetzt überhaupt schon tun. Ich meine, sie müssen über diesen einen Hügel hier marschieren. Dann können sie fast durchmarschieren, aber trotzdem dauert es wesentlich länger, als es dauern würde, würde ich sie einfach hier durchlaufen lassen. Das Problem ist nur, der Friedensvertrag mit Chaka ist jetzt abgelaufen in eben dieser Runde. Das bedeutet natürlich, dass er uns jederzeit halt einfach mal angreifen kann, was nicht gerade das Beste für uns wäre. Da werden wir sehen, wie das Ganze ausgeht. In drei Runden haben wir übrigens dann auch unsere letzte Fabrik abgeschlossen quasi. Also haben die dann fertig gebaut. Bin mal gespannt, ob wir das noch rechtzeitig schaffen. Aber eigentlich sollten wir es schaffen, drei Runden noch. Sollte eigentlich möglich sein, damit rechtzeitig quasi noch als erster eine Ideologie gründen zu können. Wir werden sehen. Ich weiß noch nicht mal, was für eine Ideologie ich wählen werde. Weil ich mir, und das ist das Schlimmste eigentlich, in Runde 239 noch immer keine wirklichen Gedanken darüber gemacht habe, welchen Sieg ich jetzt eigentlich ansteuern möchte. Ich glaube, am besten wäre tatsächlich, da stehen sie schon mit ganz vielen Truppen, die Zulu an unserer Grenze, das wird nicht gut ausgehen. Ich glaube tatsächlich wäre am besten, ich glaube, tatsächlich wäre am besten der Wissenschaftssieg. Das Problem ist natürlich, da ist uns liebe Korea noch im Weg. Mit 2% sind sie vor uns. Es gibt die Möglichkeit, es zu schaffen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, komplett zu versagen bei dem Versuch, es zu schaffen. Das werden wir halt im Endeffekt dann sehen. Stell ich mal hier und baue da bitte eine Straße. Das werden wir dann sehen, ob wir es schaffen oder nicht, den Wissenschaftssieg zu erringen. Im Endeffekt ist der Wissenschaftssieg ja nicht, dass wir eine bestimmte Forschung erforschen, sondern der Wissenschaftssieg besagt, dass wir ein paar bestimmte Forschungen erforschen und dann als erster die Gebäude bauen oder die Wunder, Mini-Wunder, Nationalwunder oder die Raumschiffteile halt bauen. Wir müssen ja das Raumschiff quasi zusammensetzen. Dann ist natürlich halt die Frage, selbst wenn Korea vor uns diese ganzen Sachen erforscht, haben wir genug Produktion in all unseren Reichen, unseren Gebieten, um das vielleicht trotzdem, ja, wie gesagt, vor Korea zu schaffen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, ich würde mal sagen, jetzt fallen wir einfach mal ein in diesem Reich. Eigentlich würde ich ganz gerne Kiew vorher auf unserer Seite wissen. Ja, da gehört Kiew uns. Und ihr möchtet, dass wir euch eine Einheit schenken. Okay. Oh, nee, ey. Jetzt gegen die Niederlande. Wir müssen Rotterdam einnehmen und dann hoffen, dass die Niederlande bereit sind, schnell einen Frieden zu schließen. Was ist mit Knossos hier los? Moment. Moment. Alexander? Krieg gegen die Niederlande. Ach du Scheiße. Die Typen sind in unserem Süden und nehmen gerade Knossos ein. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, sie haben eine Flotte und keine wirkliche Armee am Start. Das wäre ansonsten echt scheiße. Okay, schauen wir einfach mal, ob das Ganze so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir erklären jetzt den Niederlanden den Krieg. Naja, halt die Klappe. So. Ile Ife und Malakka sind jetzt mit uns im Krieg. Das kann uns eigentlich scheißegal sein. Malakka ist da drüben. Ile Ife, keine Ahnung, wo ihr rumhockt. Irgendwo am Arsch der Welt, wo es mich nicht interessiert. Ja.
Kein Plan, ich sehe sie immer noch nicht. Egal, Malakka ist da drüben, aber wir wollen ja einfach nur Rotterdam einnehmen. Und ihr seht hier, wir schießen das Ding wirklich ganz gut zusammen. Das sollte also so klappen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ansonsten zur Not können wir ja noch rechtzeitig quasi unsere weitere Artillerie runterbringen. Aber ich glaube, solange Rotterdam jetzt nicht unsere Artillerie fokussiert, sondern auf unsere Nahkämpfer geht, von denen wir zum Glück genug Leute mitgebracht haben, sollte das Ganze klappen. Oh, da bringen sie gerade panisch Truppen zurück, habe ich das Gefühl. Zedong hat den Porzellanturm gebaut und damit den großen Wissenschaftler natürlich direkt mal das, die Moderne erreicht. Das ist gar nicht gut. Wir haben jetzt noch drei Runden, bis wir selbst in der Moderne landen. Der Typ ist uns definitiv voraus. Aber wie gesagt, hier guckt euch auch mal an, wie unsere Artillerie Rotterdam zerstört. Und, oh, Songhai hat die Industrialisierung gestohlen. Wir brauchen Wein in Obamba. Quebec möchte, dass wir den Strophismus verbreiten. Porzellanturm können wir nicht mehr in Belgrad bauen, ja. Zhejiang ist auch in der Moderne. Haben wir die Moderne schon erreicht vorher? Sind wir irgendwie schon drin? Nee. Gott, was hat Zhejiang gemacht, dass er schon in der Moderne ist? Egal, wir haben drei Fabriken gebaut und sind damit die Ersten, die ihre Ideologie quasi jetzt wählen können. Wir können wählen zwischen der Autokratie, der Freiheit und der Ordnung. Und das ist natürlich jetzt schwierig. Weil wir der Erste sind, der sie einführen, können wir direkt zwei freie Grundsätze wählen. Ansonsten müssen wir uns in Zukunft bei Einführung von Sozialpolitiken entscheiden zwischen Ideologie oder weiterer Sozialpolitik. Es sind quasi beides Sozialpolitiken. Hier steht auch ein bisschen, wofür die Sachen am besten geeignet sind. Der Kultursieg, der Welteroberungs-, der Weltherrschaftssieg und der Kongresssieg sind am besten bei Autokratie. Freiheit ist auch für, also alle sind für den Kultursieg. Freiheit ist gleichzeitig für den Wissenschaftssieg und für den Weltherrschaftssieg. Und Ordnung ist für den Eroberungssieg und für den Wissenschaftssieg. Ich führe tatsächlich auch am liebsten Ordnung ein. Bringt uns aber halt wirklich eigentlich sehr viel, vor allem bei vielen Städten, die wir jetzt nicht unbedingt haben, aber wahrscheinlich haben wollen. Ordnung bringt uns Zufriedenheit für Wirtschaftsgebäude, also für Werkstätten. Warte mal, wo haben wir das hier für Werkstätten? Genau, auch für Forschungslabore, öffentliche Schulen und sowas, also damit eigentlich praktisch für uns, für nationale Wunder. Werkstatt, Fabrik und Sonnenkern- oder Wasserkraftwerke, genau. Oder hier durch für Monumente bringen sie uns auch Ordnung. Das heißt, wir kriegen einfach mal in jeder Stadt, weil ich überall Monumente baue, plus zwei öffentliche Ordnung, was gar nicht mal so unpraktisch ist. Autokratie bringt Zufriedenheit auf Militärgebäuden und Freiheit natürlich auf Wirtschaftsgebäuden. Wir führen die Ordnung ein. Würde ich sagen, es ist einfach für mich persönlich die beste. Und ich überlege gerade, ob wir den Rationalismus... Ah, wir kriegen eine kostenlose Technologie, aber wir kriegen halt die letzte Sache, die wir hier einführen, die bringt uns eigentlich gar nichts. Also mal schauen. So, die spanische Ordnung. Ich würde mal sagen, dass wir sich auf die zwei Zufriedenheit durch Monumente gehen. Sozialistischer Realismus. Und dann führen wir tatsächlich ein, die Goldkosten für den Kauf von Gebäuden um 33% reduzieren. Oder natürlich auch Doppelagenten. Das ist auch nicht schlecht, denn momentan klauen sie halt eigentlich alle von uns. Aber ich gebe mir nicht viel mit diesen Wahrscheinlichkeiten ab, weil sie immer zu meinen Ungunsten ausfallen. Deswegen führen die Wolkenkratzer ein und können bei der nächsten Sozialpolitik dann sogar eine Politik der Stufe 3 einführen. Sehr, sehr fortschrittlich dann also. So, bringen wir unsere Leute näher heran. Und bauen dann ganz, 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 ganz viele Gebäude oder ganz viele Truppen oder irgendwas bauen wir jetzt halt. Wir können jetzt einfach ganz viel bauen. Ich würde mal sagen, wir bauen hier drüben die Münzanstalt in Sevilla. Die Polizeiwache würde den Diebstahl, würde unsere Diebstahlsicherung quasi erhöhen. Aber wir gehen hier tatsächlich mal auf die Kavallerie. Und in Barcelona bekommen wir dann... wir können keine weitere Kavallerie bauen, da wir da am Limit sind. Wir könnten allerdings Aluminium, also ein Wasserkraftwerk bauen. Das bringt uns A, Zufriedenheit ein späterer Zeit. Und B, würde es uns im vierten Mal für Proteinproduktion für jedes Geländefeld an einem Fluss. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Geländefelder wären davon im Bereich von Barcelona betroffen. Gar nicht mal so schlecht, da das ist halt echt unsere einzige Stadt hier an einem Fluss liegt. Generell gibt es sehr wenige Flüsse hier in der Gegend, habt ihr ja gesehen. Wir haben wirklich nur... den einzigen Fluss, den wir hier irgendwo in der Umgebung hatten, haben wir auch direkt ausgenutzt.
Hier gibt es noch ein paar Flüsse in Athen. Athen hat es natürlich super. Am Meer, auf dem Hügel. Nee, neben dem Hügel. Okay, vergesst es. Ja, egal. Wir sollten uns auf was konzentrieren. Und zwar würde ich sagen, gehen wir in Barcelona. Dann jetzt doch mal auf den Bau. Ich weiß es nicht so genau. Wir müssen uns hier verteidigen in der Stadt. Also würde ich sagen, gehen wir auf die Gatling-Kanone. Oder vielleicht sogar auf die Kaserne oder hier so eine Musikergilde, damit wir einfach mal ein bisschen mehr in dem Zeug haben. Ich weiß es nicht. Eine Artillerie? Ich weiß es nicht. Und eine Galeasse? Die wird bald ersetzt, aber bei uns nicht. Ich baue mir mal die Münzanstalt auch hier. Ihr seid fertig mit einem weiteren Gebäudebau. Dann baut hier drüben doch bitte mal einen Handelsposten. Okay. Gut, und du gehst in die nächste Runde und ruhst dich aus und du verteidigst dich hier. Was ich übrigens erfahren habe, es tut mir leid, ich glaube, das habe ich vollkommen falsch verstanden im Spiel an sich. Was ich erfahren habe, ist, dass wir uns, habe ich auch immer falsch gemacht. Ich habe Kriege, ich bin echt schlecht in Kriege führen in diesem Spiel. Das merkt man immer wieder, glaube ich. Da haben die Niederlande Knossos eingenommen. Na, wunderbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier werden wir von allen Seiten beschossen. Das ist ja gar nicht schön. Oh, Korea hat die Ordnung eingeführt. Ey, wir haben eine Runde vor Korea diese blöde Ordnung eingeführt. Das hätten sie schon längst machen können, oder? Die waren noch bereits in der Moderne. Sie müssen auch die Moderne erreichen oder die Ordnung einführen. Ja, oder drei Fabriken bauen. Also jetzt ist die Frage, Rationalismus vervollständigen? Können uns große Wissenschaftler kaufen und kriegen eine kostenlose Technologie? Ich glaube, das machen wir. Rationalismus vervollständigt. Ab sofort gehen wir dann natürlich auf unsere komplette. Eine Runde noch hätte ich eigentlich warten können, ne? Ah, scheiße. Hätten wir direkt Plastik einführen können. Ne, hätten wir nicht. Wir brauchen ja den Drall. Und ich würde sagen, wir führen den Drall ein, weil das das Einzige ist, was wir jetzt direkt einführen können. Nee, warte mal, was können wir jetzt einführen? Wir können einführen Astronomie, Drall oder Funkwesen. Ja, dann gehen wir auf den Drall natürlich. Besser als gar nichts. Wir haben hier einen Tertio, der aufgewertet werden könnte. Leider nicht aufgewertet werden kann. Gehen wir auf diese Vorteilung hier, würde ich sagen. Ja. Ah, den Lanzier haben wir abgeschmettert. Sehr schön. Und du gehst da mal auf die zur Heilung verschanzen. Die Einheit hat sich nämlich nicht bewegt. Also gehe ich davon aus, dass ich einen Verteidigungsbonus erhalten sollte. Ansonsten, du gehst weiter in die nächste Runde hinüber und ihr bleibt hier verschanzt. Wir gehen in die nächste Runde. Es bringt uns einfach nichts, Rotterdam so anzugreifen. Es würde uns nur Verluste einbringen. Ah, Gott, oh Gott. Ein Musketier. Aber gerade so haben sie Knossos eingenommen, wa? Und Armbrustschützen haben sie jetzt auch noch rangeführt. Ah, das ist echt traurig, dass unsere tolle, dass die Dinger hier nicht weiter feuern können. Das ist tatsächlich das Problem. Das ganze Land war über das Radio miteinander verbunden. Wir alle erlebten die gleichen Helden, Komödianten und Sänger. Sie waren Giganten. Ja, das Funkwesen. Eine kulturelle Technologie ohnegleichen. Funkturm wird freigeschaltet, der Eiffelturm wird freigeschaltet, bringt uns Zufriedenheit und Kultur und Tourismus. Dazu der Nachrichtendienst, ja, okay. Der Broadway bringt uns großen Musiker und den ganzen Scheiß. Aber vor allem natürlich die Funktürme, die 33% Kultur bringen in der Stadt. Das Sind nicht schlecht. Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Oh, und wir sind in der Moderne. Alles ist möglich, Leute. Alles ist möglich, solange wir wild sind. Und das sind wir aber sowas von. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, Rotterdam ist unser. Wir erstellen eine Marionette und haben damit nun die zweitgrößte Stadt des niederländischen Imperiums eingenommen. Ihr geht hier übrigens mal auf eine Einheitenverstärkung. Bitteschön. Spanische Schützen an der Grenze, Nobamba. Ist sich noch nicht ganz sicher, welche Religion es jetzt angehören soll.
unsere Kavallerie rekrutiert. Und du baust mir jetzt weiter eine Straße in Richtung Rotterdam. Und wir haben einen weiteren Spion rekrutiert. Sehr schön. Der wird auf Gegenspionage nach Barcelona geschickt. Sehr gut. Und dann bauen wir in Sevilla mal einen Schützen. Und hier bauen wir dann das Opernhaus. Den Funkturm können wir ja gar nicht bauen. Wir können auch auf den Eiffelturm gehen. Oder das Brandenburger Tor. Oder den Big Ben. Goldkäufe in 1 steht um 50% sinken. Oh, so gut eigentlich. Aber wir könnten ja doch echt. Könntest du ja doch echt gebrauchen, weitere Truppen zu pumpen, ne? Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Was ich eigentlich sagen wollte, war ja, dass wir hier, wenn wir unsere Armbrustschützen richtig gut gelevelt hätten, wären wir in der Lage gewesen, ihnen plus 1 Reichweite zu geben und dann Gatling-Kanonen mit einer 2er Reichweite sind quasi perfekt. Darauf hätten wir echt gehen können, aber unsere Armbrustschützen haben halt einfach nicht lang genug ausgehalten, um das erreichen zu können. Und ich weiß nicht, wessen Schuld das sein könnte. Ja. Ja, auf die Nationalepos. Wir brauchen ein bisschen Produktion von Leuten. Und dann holen wir uns hier einen Schützen in Barcelona. Und den großen General. Ach, den können wir ja. Ach, da ist ein Bautrupp in der Stadt. Den können wir also nicht bewegen, den großen General. Ja, natürlich auch verständlich. Gehen wir doch mal hier mit unseren Gatling-Kanonen genau auf die Gegner. So. Sehr gut. Ja, das läuft eigentlich ganz gut hier, der Krieg gegen die Niederlande. Das ist natürlich interessant, was da noch so kommt. Wenn die Typen erstmal weitere Truppen aus Griechenland zu uns herangebracht haben. Aber ich glaube, momentan sieht es noch ganz gut aus für uns. Mal sehen. Oh Gott, wir brauchen mehr Handelswege. Wir haben 1 von 5 Handelswegen. Oh, und die Schweine haben großen Ingenieur. Wie unfair, den will ich haben. Total unfair, oder? Dass sie einfach so einen großen Helden haben. Ah, das ist doch mal ein schön einfacher Krieg. Ah, und Barcelona liebt uns, weil wir Zuckerrohr haben und alles ist toll und alle lieben uns und ah, es ist schön. Endlich wissen sie, was gut für sie ist. Herrlich. Nein, ganz ehrlich, das ist sehr schön gerade. Ihr verbessert euch mal hier genau. Und ich habe total vergessen, dass wir unsere Leute eigentlich aufwerten könnten, ne? So, bauen wir eine Straße in Richtung Madrid. Kommt euch quasi mal so beide entgegen. Das hätte was. Und ihr verschanzt euch. Die Frage ist jetzt natürlich, marschieren wir noch auf Amsterdam oder belassen wir es bei Rotterdam? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Die Frage ist natürlich, inwiefern Schakka jetzt weiter gegen uns vorgehen möchte. Wenn ihr euch hier einfach mal verschanzt, ihr euch aufrüstet zu einer Gatling-Gun, dann hätten wir, glaube ich, auch schon eine ganz gute Verteidigung hier in Obamba. Würde natürlich hier einiges verlieren an den Pelzen und sowas. Griechische, ach du Scheiße, die Griechen haben Kiew auf ihre Seite gebracht. Alter Schwede, oder gegen uns aufgebracht eher. Okay, das wird nicht mehr lange dauern, bis Schakka da gegen uns vorgeht. Und Kiew wünscht sich eine Straße. Und unser goldenes Zeitalter ist vorbei. Verdammt, das wird immer besser hier gerade. Mama bekommt mal von mir eine Schmiede. Während ich die ganzen Truppen hier mal aufrüste. So, und diese Kavallerie setze ich jetzt tatsächlich zum Scouten ein. Und natürlich damit, um den großen Ingenieur zu töten. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus hier. Ich sehe gerade keine großen Widerstandskräfte, die uns im Wege stünden. Na, jetzt weh doch mal eine andere Einheit aus. So, bitte. War das jetzt gerade so schwer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall läuft es. Läuft, 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 läuft. Okay. Puh. Ihr verteidigt euch hier und wir gehen in die nächste Runde über. Wie gesagt, ich rechne jetzt jede Runde mit dem Angriff Schakkas.
Aber ich hoffe, dass er noch eine Weile damit warten wird. Mhm. Okay, die greifen ja, guckt mal, die mit Armbrustschützen gegen Kavallerie. Seht euch einfach mal die technologische Unterlegenheit der Niederländer an. Das ist der Hammer. Oh, und ich sehe, hier unten haben die Niederländer auch eine Stadt gegründet. Das heißt, hier muss irgendwie ein weiterer Kontinent oder so was sein. Oder natürlich eine Verlängerung unseres Kontinents südlich von Amsterdam, was auch stark möglich wäre. Das ist ja alles klar. Auf jeden Fall ganz interessant. Ihr habt drei Felder Reichweite, ne? Das heißt, ihr könnt die hier wegbomben. Und ihr könnt die hier angreifen und dann noch plündern. Hihi. Sehr schön. Das mag ich an Kavallerie. Angreifen und dann nochmal plündern. Also so richtig ins Gesicht. Okay, Amsterdam hat noch 8 Runden lang Widerstand. Unser General bringen wir natürlich nach vorne und ihr werdet euch erstmal bis zur Heilung verschanzen. Die bringt natürlich, also die Verschanzung bis zur Heilung bringt nichts direkt, nachdem man hier irgendwie sich hingestellt hat. Denn das Problem ist, dass wir dafür halt wirklich uns nicht bewegen dürfen. Ansonsten bekommen wir keine Heilung. Das habe ich häufiger, das ist mir eigentlich bewusst, war mir bisher jedenfalls eigentlich bewusst, aber irgendwie habe ich damit trotzdem nie dran gedacht. Also, der werte Herr bietet uns einiges an. Gold pro Runde, 22 für 30 Runden. Kupfer. Sein ganzes Eisen, seine gesamten Pferde. Mit der Angst um seine Hauptstadt. Das zu Recht. Und das wirklich zu Recht. So, da hat er Frieden mit Alexander geschlossen. Relativ panisch. Alter Schwede. Wir sollten Kiew auf unsere Seite bringen. Der Spion in Barcelona muss bewegt nach Kiew bewegt werden. Ansonsten bekommen wir Probleme. Also du, mein Freund, gehst jetzt nach Kiew und versuchst da unsere Macht ein bisschen zu stärken. Hab ich überhaupt nicht daran gedacht, dass wir natürlich Stadtstaaten auch auf unsere Seite bringen können damit. Kakao so verboten werden in ein paar Runden, das kann uns, glaube ich, relativ egal sein. Oh, diese Schützen, ne? Die hauen so rein, die Kerle. Nein, wir gehen hier mal einen Ritt nochmal auf eine weitere Artillerie. Können wir auch ganz gut gebrauchen. So. Und der Trupp hier, der kann gerade nicht so richtig viel machen. Ah, da sag ich doch, da geht's im Süden noch weiter. Also Utrecht gibt's auch noch. Alter Schwede, ne? Es dürfte interessant werden. Oh, Wassergeuse. Ich glaube, das waren aber Nahkampfschiffe. Ich hoffe es gerade mal. Ansonsten bekommen wir Probleme. So, ihr baut hier schön weiter eure Verbindungen von Stadt zu Stadt. Ihr verschanzt euch jetzt wieder bis zur Heilung und dann marschiert ihr aus Rotterdam weg. In 7 Runden sollte Rotterdam... Oh Gott, wie viele Punkte wir bekommen erstmal, wenn Amsterdam unser sein sollte. Ah, das wird so schön. Unsere Soldaten sind nur noch auf Platz 4. Wir werden also immer mächtiger. Sehr, sehr gut. Und vor allem unser technologischer Vorsprung gegenüber Shaka ist einfach echt krass mittlerweile. Der rennt hier mit seinem Impi rum. Total lächerlich. Oh, da versuchen sie gerade hier verzweifelt oder auf Deibel kam raus, unsere Kavallerie zu vernichten, was ich verstehen kann. Die fügt schon relativ guten Schaden zu. Ich hoffe mal, dass wir unsere Truppen ordentlich in Stellung bringen können. Wir verlieren natürlich auch die Kontrolle über Kiew. Zulu haben die Industrialisierung gestohlen. Alter, ne? Wir ziehen uns an dieser Stelle einfach mal zurück mit euch. So, die Frage ist, hättet ihr die Reichweite Amsterdam anzugreifen? Das werden wir dann bald sehen. Weiter vorstoßen möchte ich mit euch hier gerade eigentlich gar nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Ihr heilt euch einfach mal ganz kurz, genau, und ihr marschiert hier mal weiter. Also wenn wir von hier aus Amsterdam beschießen könnten, wäre sehr knapp, glaube ich. Und wir müssen hier über Hügel schießen. Ne, das ist Grasland. Das ist zweimal Grasland. Sehr gut, da müssten wir ja echt drüber schießen können.
Cordoba baut mir jetzt mal den Hafen, damit es endlich mit der Hauptstadt verbunden wird. Und in Barcelona bauen wir ein Arbeitsboot für den Fisch da drüben. So, und ihr ruht euch hier mal... Ne, warte mal. Ich glaube, wir können... da oben ist noch... So. Holen wir uns die Pelze hier dann. Es ist nämlich egal, ob Shaka die nochmal zerstört oder nicht. So. Oha, da haben sie sich, glaube ich, gerade einen Schützen gekauft. Anders kann ich mir das gerade schwerlich erklären. Oh, einen großen General haben sie auch noch herangebracht. Einen großen Admiral, meine ich natürlich. Verzeihung. Und, oh mein Gott, wir haben einen Bautrupp verloren. Diese Aggressoren, wie konnten sie uns zu unserem Bautrupp nehmen? Die Städte, die wir alle besuchen. Oh ja, Tourismusproduktion, da sollten wir recht weit unten sein. Sind wir denn? Wir sind überhaupt nicht da, wa? Oh, Frechheit. Nicht mehr auf der Liste. So, die einfachste Art und Weise, auf die man einen Trupp besiegen kann. Wir könnten Amsterdam tatsächlich angreifen, wäre es in unserer Reichweite. Das ist gut zu wissen, sehr gut zu wissen. Ihr geht mal hier in Angriffsformation. Oh, verdammt, die Typen haben jetzt auch Schützen. Das ist natürlich kacke. Oh, das ist gar nicht schön. So, machen wir denn da? Stellt euch mal hier hin. Verschanzt euch bis zur Heilung. Dann heilt ihr nämlich alle angrenzenden Truppen im Rundenübergang. Das ist sehr geil. Und hier bauen wir eine Barcelona. Den Zoo für die erhöhte Zufriedenheit. Und dann bauen wir hier ganz schnell unsere Fischerboote. Guckt euch das mal an. Hier müssen irgendwelche Inseln oder sowas sein, auf denen die Niederländer ihre Städte gebaut haben oder so. Ich weiß es nicht. Die Welt ist ja komplett anders, als ich mir bisher vorgestellt habe. Die Niederländer haben doch ein wesentlich größeres Imperium als bisher angenommen. Es könnte noch Probleme geben. Aber egal. Rotterdam hat noch 5 Runden lang Widerstand. Und hier sind unsere Truppen bald vereint. Dann könnt ihr das hier sehen. So ist da Hand in Hand. Aua. Der ist richtig böse hier. Hört auf. Unsere arme Gatling-Kanone. Es tut ja weh. Nehmt doch mal Rücksicht auf ihre Gefühle. Nicht immer befreundet mit Kiew. Ach du Scheiße. Ah, Kiew, komm zurück. Cordoba kann einen Gegner angreifen. Oha. Jetzt legen sie es aber drauf an, die Kerle, wa? Meine Herren. Okay, die Kanone, die Artillerie. Kommt nach Süden, die richtet ordentlichen Schaden an, deswegen können wir sie ganz gut gebrauchen. Und in Sevilla bauen wir nun einen Tempel für mehr Glauben an unseren göttlichen Herrscher. Und ein Opernhaus jetzt mal, mitten im Krieg bauen wir ein Opernhaus. Perfekt quasi für uns. So, Gatling-Kanone plündert und vernichtet dann mal diese Schützeneinheit hier drüben. Dann steht diese Gatling-Kanone an Amsterdam heran, damit ihr hier Amsterdam beschießt. Ach du, guckt euch mal an, wie stark die Verteidigung von Amsterdam ist. Meine Fresse. Den richten wir ja kaum Schaden an. Kann ja noch was werden. Also wenn ich sage kaum Schaden, meine ich damit quasi 0,000000 Schaden. Auch bekannt als Scheiße. Verdammt. Das ist kacke. Ich will mir mehr Schaden anrichten. Ja, verschanzt euch hier mal bis zur Heilung, ne? Wir können hier gerade kaum vormarschieren. Und ihr, meine Freunde, handelt doch bitte mal mit Kiew, damit Kiew uns wieder mag oder so. Ich weiß es nicht. Kiew möchte, dass wir eine Straße zu ihnen bauen. Das heißt, wir sollten... Ach, scheiße. Und die Zulu haben jetzt auch Schützen. Ja, die klauen ja auch die ganze Technologie von uns, ne? Mistkerle.
Oh Gott, ich fällt gerade auf. Eine halbe Stunde schon der Part. Muss langsam beendet werden hier. Oha. Oha. Und da ist unsere Gatling-Kanone tot. Das war zu erwarten. Ach, die Gatling-Kanone. Ach, die haben sie voll. Okay, ja. Das war trotzdem zu erwarten. Ja, okay. Zulu machen wieder hier ihre Provokation. Aber das schaffen wir schon. Das halten wir alles aus. Oha. Se-Yong kann uns nicht mehr leiden. Ach, die Niederlande versuchen gerade unsere Cordoba einzunehmen. Das ist ja ziemlich lustig. Und ein ziemlich süßer Versuch tatsächlich von ihnen, irgendwas anzurichten hier drüben. Hä? Niedlich. Bauen wir doch mal den Markt in Nobamba, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns mal hier drüben an, was wir noch anrichten könnten. Die Schützeneinheit, die ist natürlich perfekt beschützt. Oh, was habt ihr denn jetzt gemacht? Ach, ihr habt... Egal. Das solltet ihr überhaupt nicht, aber ich habe mich auch verklickt. Ich wollte eigentlich nur eine Einheit auswählen. Super, jetzt wäre die vernichtet gewesen, hätte ich da nicht diesen Mist gebaut. Amsterdam anzugreifen wird noch ein hartes Stück Arbeit. Ich merke das gerade. Ich habe mir das etwas einfacher vorgestellt, als es dann im Endeffekt in der Realität ist. Und das ist etwas kacke. So, habt ihr eure Straße hier gebaut? Sehr schön. Das heißt, danach marschiert ihr bitte nach hier drüben. Egal. Diesen Krieg gegen die Niederlande führen wir dann im nächsten Part weiter, wenn ich mir mal Gedanken gemacht habe, wie genau das jetzt zu machen ist. Ich hoffe erstmal, dieser Part hat euch damit soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann, wie gesagt, die Niederlande angreifen. Wir kaufen jetzt hier übrigens mal einen großen Wissenschaftler in unserer Hauptstadt. Mit dem können wir nämlich die Normbauteile freischalten und damit quasi unsere Weltkriegsinfanterie uns holen, was gar nicht mal so unpraktisch ist. Und Prag mag uns dadurch auch ein bisschen mehr und das ist dann natürlich alles, was wir wollen. Sehr gut. Also meine Lieben, ich hoffe, wie gesagt, dieser Part hat euch damit soweit gefallen. Über eine halbe Stunde, das ist natürlich echt lang. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao.